Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7DSOD. Heute gehen wir auf Entdeckungstour. Wir haben gleich Richtung, wir haben immer die Basis abgesichert wieder mit Türen. Nochmal größer. Ich habe vor, diesen Bereich noch Fenster zu bauen, um entsprechend nach draußen schießen zu können. Aber das mache ich später. Jetzt fahre ich mit euch in den in die Siedlung, wo wir schon mal waren und was gefunden haben. Ich habe mich ausgerüstet mit nötigen Ressourcen. Hier werden wir später alles schön aufrüsten, aufwerten. Aber erst einmal mal schön zu. Hier natürlich auch. Hier und Großfläche noch Beton. Der Mischer arbeitet gerade. Hier habe ich diese Schwachstelle gleich mal korrigiert. Und hier tiefer gemacht und betoniert. Hier ist noch Kopfstein, aber das werden wir aufwerten. Ja, und dann muss es hier entsprechend natürlich abgesichert werden. Ne? Und ich habe vor, die Zombies in eine Falle zu locken, dass sie zwangsweise zu mir hochkommen, hinten über die Brücke. Denn das geht ja nicht, dass sie mich hier immer wieder auffallen. So, mein Moped. Zum Glück heile. Ja, fahren wir los. Ins Loch. Hier überall kaputt gemacht. Ja, muss ich alle reparieren. Ne? Ich werde mal sehen, dass wir immer was besorgt bekommen. Bisschen Spaß, ne? Ja, die Dippmann kam von einer Richtung. Ja. Leider ist das so, ne? Ja, hier, ich habe hier vor, ich bin schon beim Buddel. Ich bin mittlerweile, ja, ungefähr auf dem halben Weg angekommen mit unserem Eisen, ne? Vorkommen. Ich habe hier vor nochmal Eisen gefunden, aber ich bin mehr, ich will die Richtung, will ich. Hier ungefähr bin ich angekommen. Hier ungefähr. Und da will ich noch weiter buddeln unter der Erde Richtung Eisen. Vielleicht finde ich noch Kohle, ne, oder Titan habe ich schon gefunden, aber wichtig ist Eisen. Eisen und Kohle haben wir hier vorne, Kohle haben wir auch hier vorne noch und da hinten. Und das ist mal wichtig, dass wir jetzt überhaupt was finden, ne? Ja, ich muss ein bisschen meinen. Ich hatte ja Punkte bekommen. Habe ich überhaupt noch? Zwei. Ja, ja gut. Ich wollte ja eigentlich Mechaniker nicht, Ingenieur. Das heißt, Erfinder muss ich gehen und dazu brauche ich das heißt, ich müsste hier Intelligenz aufwerten. Und da brauche ich zwei, ne? Nehmen wir gleich. So. Mehr Schaden mit Kopfschuss und Stockschäben und ja, auch den würde ich mal gerne irgendwann mal wieder nutzen, aber ich will zur Siedlung. Da gibt es sicherlich das eine oder andere Buch, was ich brauchen könnte für, ja, fürs Wissen, ne? So, könnte sein, dass der Ton ein bisschen leise ist. Dann gleich ein bisschen auf. Oh. Mal sehen, wie das Schießen ist und so, ne? Muss ich mal schauen. Also wir sind keine Zombies mehr, ne? Erstaunlicherweise. Wahrscheinlich müssen immer alle respawn erscheinen wieder nach und nach, ne? Und schauen wir mal, ne? Vielleicht haben wir 5 auch keine, ganz gut so.
ganz kurz im Plan gucken, weil ich bin nämlich ein bisschen mit der Karte ein bisschen unsicher. So. Ah, was für ein Zufall. Da will ich hin. Na, dann nehmen wir gleich mit, ne? Das ist kein Thema. Gerade auf Temperatur, 71 Grad. Und wir mal ein bisschen Lüfte anmachen hier, ne? Aber extra eine, den Rechner ein bisschen die Luft hinpustet, ne? Und somit die warme Luft wegdrückt. So, wir haben 12.23 Uhr, wir müssen Gas geben. Und bin ganz gerne nachts wieder zurück. Da oben würde ich mir gerne hochfahren, so in diesem Häuschen da oben. Irgendwann mache ich das mal. So. Hier ist kalt, ja, das ist gut. Beziehungsweise nicht gut. Ich muss jedenfalls Richtung. Die ersten beiden Häuser habe ich schon gehabt. Genommen, eingenommen. Ne? Und gehen wir zum nächsten Haus. Auch gleich zwei, mal sehen. Holen wir das Päckchen, ne? Das Päckchen muss ja hier gleich um die Ecke liegen. Na, da steht schon. Da fahren wir noch zu. Bisschen wenig Rüstung, aber sonst Munition. So. Ich muss mal schauen. Und da. Ich glaube, da waren wir schon gewesen. Dann gehen wir hier rein. So. Und ganz kurz. Ja, da waren wir schon gewesen. Dann gehen wir. Erstmal rechts, ne? Und dann links. Wir werden mal anklopfen hier, ne? Oh, mit Stein. Schon ein bisschen besser aus. Wie schön. Natürlich will ich den Türgriff haben, ne? Schön, schön. Messing und dann gleich der erste. Na, das ist ja richtig gut hier. Guter Start. Schwache Kühe. So. Geh mal rein. So. Und hier werden wir auch immer sehen, dass wir das abgesichert kriegen. Bevor wir hier was machen, ne? So. Durchsuchen können wir alles näher nach und nach. Wichtig, dass wir immer nichts Zombies hier kam. Ups. Also plündern wir zum Schluss. Also, ne, also. Was wir kriegen können, ne? Was ich nicht möchte, ist hier eine Volltasche. Oh, der ist haft, der ist heftig. Das sind Bücher. Oh.
Das sehe ich gerne. Aber auch die werden wir später holen. Die Schränke auch. Keller. Hier haben wir einen Keller. Und eine Gras. Mädel, lass es sein. Ah. Wie gesagt, erstmal schauen wir mal das schön durch. Gehen wir nach oben. Denn wenn wir das alles schön einsammeln, wäre wir unnötig schwer. Und das muss ja nicht sein, ne? Bücher. Sauber. Hier ist jemand. Schläft. Weiter schlafen. Dann nehmen wir sauber. Da fällt mir nicht schwer oder kann man immer zu lang. Beziehungsweise. Oh. Oh. Da nehmen wir ein Pfund. Oh. Eine Schraube finden brauchen wir nicht unbedingt. Da haben wir eine. Muss man hier anschauen. Bevor ich bald überladen bin, das ist mein Problem. Aha. Ein Zielfeuer aufbauen und dann geht schon. Ich bin blöd, weil wir so viel Schuss nicht haben. Aber wir kommen wieder. Ich wollte noch ein bisschen mehr holen. Terrasse. Mistvieh. Ich habe mit dir nicht gerechnet. Knochen. Nein. Erstmal plündern. Gut, hier oben scheint niemand zu sein. Scheint. Dann gehen wir noch in den Keller, ne? Oh. Das ist hier so ein unfreundlicher Zombie. Oh, da links. Sauber. Wie gesagt, wir müssen immer schauen, dass wir heute Zombie freikriegen, damit wir alle Ruhe hier alles ausräumen können. Was war hier draußen gewesen? Hm. Ein schöner Schornstein, ne? Aber
tut mir leid. Wärst du in der Wüste geblieben? In der Eiswüste. Du könntest noch leben. So. Jetzt gehen wir ganz schnell in den Keller. Und nehmen dann den Rest aus, ne? Dann nur schön plündern. Alles. Mit Türen und so, ne? Oh yeah. Ja, genau. Vielleicht blöde Kriecher, ne? Haben wir gespeichert? Geht nicht. Wo ist denn die Quarzelle? Oha. Heftig! Und das Zeug, da geht noch ein Loch in die Erde. Jo, du bist mal gefehlt, du. Bleib da! Was wird euch los hier? Ja, Mission. Wie gesagt, hast du überlastet schon wieder? Hm. Das Problem ist jetzt hier. Hier ist so viel zu holen. Aber. Oh! Dann werden wir gleich mal umstellen auf Maschinengewehr. Aufladen. Dann nehmen wir uns mal den Schwachen vor. Könnte man die mit Schalldämpfer versuchen mal, ne? Das ist nämlich klüger. Bevor wir die anderen aufwecken, nicht? So, die Ammer. Big Mama, wie der andere sagt. Das sind nicht drei. Vier. Vier heftige Brocken. Das sag ich mal, fette Beute. Oh, oh, yeah, 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 Wahnsinn. Und, oh. Jo. Das hat sich gelohnt. Jetzt können wir looten. Ja. Medizin. Das hat ja ein Pigment-Zaunfall. Medizin. Na gut, das war nicht so doll. Oh, Tasche. Na,
den können wir nicht brauchen. Jagdgewehr 4 haben wir eigentlich. Aber Federn raus. Bewährte Knopfmod. Ja. Da muss ich mal schauen, wozu wir den nehmen können. Und zwar, vielleicht können wir den für die Axt verwenden. Bin mir nicht ganz sicher. Und dann können wir einbauen und wäre weg. So. Verändern. Ja, wäre drinnen. Ne? Also, ob da jetzt. Geht mir rein. Das ist gut. Dann haben wir nicht mal. Anführungszeichen entsorgt, ne? So, gut, dann gehen wir nach oben. Also hier hat sich schon mal gelohnt. Das brauchen wir nicht wirklich, aber Holz haben wir eh dabei. Mal schauen, oh, viel schauen. Können wir jetzt erlegen. Bretter, Schrank, nix. Naja. Also Schießpulver ist nicht mein Problem zurzeit. Das kann ich locker hier lassen. Obwohl, das kann ich verwerten. Und zwar gleich Verband herstellen, dann ist es weg. Verband brauche ich eh. Ja, das sind Dinge, die wir so nicht bekommen. Beziehungsweise wüsste noch nicht wie. Vielleicht weiß es jemand, da kann mir das gerne weiterhelfen, aber ich wüsste es halt negern. Müsste ich eigentlich erstmal finden. Ne? Der Flasche ist gut. Tja. Zerlegen. Nehmen. Und Rezepte. Verband. Fertigen. Das kann ich hier lassen. Messbecher nicht. Lederbeinschienen. Na ja gut, kann man es verwenden. Das Militär. Ich hab nichts frei. Und dann bleibt es hier. Hier war was gewesen. Wir müssen mir alles durchsuchen hier. Name. Den Hammer, naja gut, ne? Nicht unbedingt notwendig. Entweder haben wir schon was Besseres oder so. Türgriffe. Beziehungsweise jetzt muss ich mal sehen, was in Sorg kriegen. Bin ich schon überladen. Metallkettenmod, wo kommt das hin? Knüppel. Ach so, gut, haben wir nicht. Benutzen wir mal, ne? Dann haben wir Platz. Denn das brauchen wir nicht. Ich habe so viel Feder zur Zeit. Ach. Wieder eingesammelt, ne? Ja gut.
Das war ein Griff. Das sind die Griffe, die ich brauche für die Munition. Das sind der berühmte Messing. Und leider fehlt mir noch etliches an Messing. Stofffetzen. Becher nicht. Das ist, Becher werfen nicht weg. So. Fleisch. Observieren. Benutzen. Und zerlegen. Hier waren immer Bücher gewesen. Das ist besonders interessant. Natürlich auch jeden Griff, ne? Meine Fresse. Muss ich raus in Bücher ansorgen. Quatsch. Ich ganz kurz mal mich ein paar Sachen erledigen. So, Moped gelassen. Straße gelassen. Junge, ich bin jetzt auf überladen hier. Aber das hat sich bis jetzt gelohnt. So, was hauen wir weg? Das können wir weghauen. Beziehungsweise. Nicht weghauen. Wir lagern das um, sagen wir so. Knochen. Stofffetzen. Die Tür. Cowboystiefel. Farbe gelb. Schrotflinte, ja gut, ne? Kohle, weg. Vitamine, immer gut. Den Mod, der ist sicherlich besser. Rüstungswert, Widerstand, Haltbarkeit plus 20. Da legen wir da rein. Nägel auch noch da rein. Lederbeinschienen. Der Retroide. So, Wasser. Alt. Alt. Alles alt. Ja, das können wir hier rein tun. Tabletten auch. Obwohl wir eigentlich ganz gut welche bei uns haben. Messbecher. So. Verband. Magnum ist eigentlich alle. Jagdgewehr, wenn wir gut verkaufen können. Aber die werden wir jetzt. Die Schrotflinte legen wir hoch. Die ist eh fast kaputt, aber dadurch sparen wir jetzt ein bisschen Platz. Denn wir haben ja schon, was ich hier, 5 Gewehre. Ein Torwart können wir auch hochlegen. Das sollte immer reichen. So, Platz haben wir noch. Glaskrug. Kaffee können wir auch überlegen. Der Tee. Wasser auch. Das lassen wir so. Dann werden wir mal reingehen, ja, ne? Ja, da waren wir gekommen. Denn hier gibt es noch einiges zu holen. Was mir sehr, sehr wichtig ist, sind Bücher. Alles andere ist. Natürlich so eine Dosen tolle. Wasser ist gut. Aber Dosen. Aber gut, wir haben eine entsprechende eine Pflanze, ein Samen ist auch gut.
Blei, ja. Auch hier die Bücher. Keller. Keller sind wir fertig. Auf jeden Fall. Tat. Das ist schon bekannt. Und Papier. Enttäuscht mich nicht. Ja, was Neues. Wenn wir gleich mal gucken, was ist, was wir gelernt haben, ob wir es lernen können. Das ist das Buch Nadel und Faden. Ach du dicke Neune. Dann Kleidung fertigen. Na gut. Glas. Ja, zumindest für Stoff, ne? Oh, mal hier gucken an der Garage. Wie man Müll liegen lassen hier, ne? Auch nichts drin. Wir suchen. Naja, gut. Oh, was für ein Fund. Federn. Öl, ja, Öl ist gut. Schlagwerkzeuge, na gut. In den meisten Fällen brauche ich ja nichts. Auch hier brauche ich nur das Blasen. Dass sie hier schön Messing da. Den kann ich nicht stehen lassen. Im Auto lasse ich auch stehen. Was hat er da oben? Nur zu klein. Unberührt. Oh, shit. Das war einfach so viel. Hm. Müssen wir irgendwie da hochkommen? Sag mal so, ich will. Da ist so kräftig die Axt. Das ist schlecht. Da müssen wir uns einfallen lassen. Die Axt ist so kräftig, das geht nicht. So, Bücher haben wir alle. Hier noch was hinter Fuzzi, was hast du denn versteckt? Nix. So, im Keller waren wir. Gehen wir nach oben. Säure ist gut. So, hier auch nix. Also gut, ne? Ein Griff und zack, ein Schlag. Oben waren noch vier oder fünf Türen, oder? Nehmen wir noch mit. Ein Bücherregal, was ich weiß. Oh! So, aber hier mache ich jetzt anders. Zwar gucken wir mal, was drin haben. Denn das geht nicht, aber so heftigen
Und haben wir was leichteres. Schaufel. Denn die Achsen zu kräftig, da wird nichts. Soll er heil bleiben? Und das hat sich sogar gelohnt. Und zwar haben wir können wir es lernen, und zwar Sniper. Scharfschütze. Ja, lernen wir gleich. Und dann können wir lernen. Flintenlaufgeschosse 3. Ich weiß nicht, wie fertig Kugeln fliegen. Achso. Das sieht gut aus. Das hätte ich fast übersehen. Aber nur fast. Ist eher zerlegen, ne? Das wird heile. Da ist jemand Essen versteckt. Als eine Reserve. Ja. Das kann ich verstehen. Ich weiß nicht, ob ich immer überhaupt mal Wasser aus Toilette trinken würde, aber würde man niemals nie sagen, wenn man wirklich so einen großen Durst hat. Hoffe, dass es niemand, da verlegen kommt, ne? Man weiß ja nie. Zigarre und so ein Scheiß alles. Na gut. Wir haben Essen. Dann im Raum was. Und Öl. Achso. Zerlegen. Tür. Vor allen Dingen. Bin ich schön messing, ne? Nicht auserlegen. Das wollen wir eh nicht brauchen. Honig, ja, Jacke. Boah, Mensch, Junge, so viel Müll. Anführungszeichen. Kann man nicht trennen, das muss zerlegen. Aber Honig, das kann nicht hier lassen, das geht nicht. Das wäre eine Sünde in Anführungszeichen, ne? Gut, auf die Dose könnten wir verzichten. Das erst noch mal ganz kurz, ne? Essen wir auch. Die Feder kann man rausschmeißen. Ja, zerlegen ist aktuell den haben wir gerade getrunken, ne? So. Oh, alle Türen zerlegt. Alle Türen zerlegt. Oben war noch was. Oh, so liebe Schauer, das soll es vorher gewesen sein. Ich denke mal, hier holen wir eh nichts mehr. Ich hole euch wieder ab, wenn wir sobald wir
ja, was spannend passiert. Aber Antibiotika nehmen wir schon noch mit, ne? Ertragen ist gut. Ja, ne, dann seid mal tschüss und ciao. Ja, vielleicht sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Tschüss.